Moin Leute, ja, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich muss diesen Upload nochmal machen, weil einfach der ganze Upload immer abgebrochen ist und beim letzten Wie wird man Millionär-Video ich aus Versehen auf die YouTube-Taste stabilisieren gekommen bin. Aus dem Grund kann ich jetzt nur noch 3 Minuten Clips machen, aber dafür habe ich für euch etwas Kurzes und etwas Bündiges. Ja, dieses Headset möchte ich auf jeden Fall dem Dennoch schenken. Ja, zum zweiten Mal, weil er einfach mal ein Video gemacht hat, weil ich ein Headset gesucht habe auf YouTube und er mir einfach dabei geholfen hat, dass, ja, geholfen hat, ein Headset zu finden. Er hat also für mich extra ein Video gemacht. Und das ist doch was richtig Nettes. So, erstmal ein Land hier essen. Ja, wie wird man Millionär? Kurz und knapp, das kann ich dir ganz schnell erzählen. Es gibt da draußen ein Edelmetall namens Silber, was total billig ist. Eine Münze, 31 Gramm, kostet 14 Euro, ein Kilo kostet 450 Euro. Und jetzt mal aufgepasst. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber die Reservenreichweite von Silber ist gerade mal 14 Jahren. Das heißt, in 14 Jahren ist das Silber weg. Kein Silber mehr als Reserve. Das bedeutet, der Silberpreis steigt automatisch in die Höhe und man kann damit reich werden. Heute 14 Euro die Unze. In 10 Jahren, sage ich euch, liegt der Unzenpreis, also der Münzenpreis, bei 140 Euro. Eine Verzehnfachung des Geldes. Diese Chance müsst ihr auch nutzen. Und da könnt ihr einfach mal hingehen. Hey, ich bin der Danny Burnage. Geben Sie mir mal ein paar Silbermünzen. Der junge Zocker hat gesagt, man kann damit reich werden. Mit dem werdet ihr reich. Das verspreche ich euch. Kauft euch Silber bei der Bank oder so oder klaut es euren Eltern den Silberschmuck und macht es unter euer Kopfkissen und dann in 10 Jahren kauft ihr euch einen Porsche davon. Oder ein Haus oder eine Villa. Jo, ihr könnt machen, was ihr wollt. Bis dann. Ciao.